Wussten Sie schon? Eine Woge neuer Technologien und Innovationen in den sozialen Medien verändern die Medienlandschaft. Annäherungen gibt es überall. Nie war es leichter, ein großes Publikum zu erreichen, aber auch nie schwerer, wirklich mit ihm in Kontakt zu treten. Diese Veränderungen beeinflussen das Verhalten der Menschen. Sind sie bereit für die Zukunft? Mehr als 1 Million Bücher werden jährlich weltweit veröffentlicht. Ein Google-Buchsuchescanner kann in einer Stunde 1000 Seiten digitalisieren. Amerikaner haben Zugriff auf 1 Billion Webseiten, 65.000 iPhone-Apps, 10.500 Radiosender, 5.500 Magazine und mehr als 200 Kabelfernsehsender. In Amerika gibt es 240 Millionen Fernsehgeräte, 2 Millionen davon stehen im Badezimmer. Wann war das letzte Mal, dass Sie eine Tageszeitung auf dem Klo gelesen haben? Die Auflage der Tageszeitungen ist in den letzten 25 Jahren um 7 Millionen Exemplare gesunken. Aber in den letzten 5 Jahren ist die Leserschaft von Online-Nachrichtenportalen auf 30 Millionen gestiegen. Dieses Jahr befindet sich die herkömmliche Werbung in einem steilen Abschwung. Digitale Werbung wächst dagegen rasend schnell. 47% der Fernsehzuschauer sind nach eigenen Angaben dazu bereit, für Fernsehen ohne Werbung zu bezahlen. Mehr Videomaterial ging in den letzten beiden Monaten auf YouTube online, als wenn die 3 größten Fernsehstationen Amerikas ohne Unterbrechung neue Sendungen on air geschickt hätten, und zwar seit 1948. ABC, NBC und CBS zählen jeden Monat 10 Millionen Zuschauer insgesamt. Diese Unternehmen sind zusammen rund 200 Jahre lang im Geschäft. 250 Millionen einzelne Besucher kommen jeden Monat zu MySpace, YouTube und Facebook. Keine dieser Webseiten gab es vor 6 Jahren. Sie wurden gerickrollt, nicht wahr? Genau wie 40 Millionen andere vor Ihnen. Für 95% der Lieder, die im vergangenen Jahr heruntergeladen wurden, hat niemand bezahlt. Wikipedia ist 2001 online gegangen. Jetzt enthält es mehr als 13 Millionen Beiträge in über 200 Sprachen. Der Nexus 7000 von Cisco könnte den kompletten Inhalt von Wikipedia verschieben. In einer tausendstel Sekunde. Dagegen sieht das WLAN im Internetcafé ganz schön langsam aus, oder? Nicht langsam? Ang Shuang Yang aus Singapur. Er hat einen Weltrekord aufgestellt, indem er einen 160 Zeichen langen Text in nur 41,52 Sekunden getippt hat. Auf seinem Handy. Das sind rund 4 Schriftzeichen in der Sekunde. Oh mein Gott. Quizfrage. Wie viele SMS schreibt der durchschnittliche amerikanische Teenager pro Monat? Überdurchschnittlich? Brady James aus Los Angeles schrieb 217.541 Textnachrichten allein im März 2009. In diesem Moment besitzen 93% der Erwachsenen in Amerika ein Handy. Aber ein Drittel von ihnen fühlt sich noch immer nicht sicher genug, darüber auch einzukaufen. Es sei denn, wir sprechen von Pizza. 3 Millionen $ ist der Betrag, den Dell laut eigener Angaben seit 2007 durch Twitter-Meldungen verdient hat. Im Februar 2008 gab John McCain 11 Millionen $ für seine Präsidentschaftskandidatur aus. Im selben Monat nahm Barack Obama an keiner einzigen Wahlwerbeveranstaltung teil. Stattdessen setzte Obama Social Media gewinnbringend ein, um in diesen 29 Tagen 55 Millionen Dollar einzunehmen. Wie nutzen Sie soziale Netzwerke im Internet? 17% der größten Unternehmen in den USA haben schon einmal einen Angestellten abgemahnt, weil er gegen die internen Regeln über Blogs oder Online-Pinwände verstoßen hat. Ich hasse Ron, meinen großen fetten Verlierer von einem Boss bei Big Co. Ich suche mir einen neuen Job. Ist er nicht in deiner Kontaktliste? Wir sehen uns am Montag in meinem Büro, Ann. Twitter spielte eine nie dagewesene Rolle in Sachen Informationsweitergabe während der Präsidentschaftswahlen im Iran 2009. Die Nachricht von Michael Jacksons Tod ließ alle Diskussionen über die Wahl auf Twitter verstummen. Jackson, die Schweinegrippe und Barack Obama waren dieses Jahr die Top-Themen in E-Mails mit Schädlingsprogrammen. 90% der 200 Milliarden täglich verschickten E-Mails sind Spam. Das Mobiltelefon wird 2020 das Gerät sein, mit dem Menschen hauptsächlich ins Internet gehen.
Der Computer in Ihrem Handy ist 1 Million Mal billiger, 1000 Mal leistungsfähiger und rund 100.000 Mal kleiner als der im Massachusetts Institute für Technologie im Jahre 1965. Was früher gerade mal in ein Gebäude gepasst hat, findet jetzt Platz in Ihrer Hosentasche. Was jetzt in Ihre Tasche passt, wird in 25 Jahren so groß sein wie ein Blutkörperchen. Das ist Annäherung.